Hi. Oh, ich bin's wieder, euer Terrible K. Ich habe nur 2 Minuten zum Aufnehmen. Gut, dann muss ich heute einen schnellen Tutorial machen. Heute ist der 8. Dezember, wird Adventskalender wieder von mir. Hey, yeah. Heute will ich euch was Wichtiges zeigen, Freunde. Wie man einen Helm aufzieht. Weil ein Helm, und was ein Helm eigentlich ist. Ein Helm ist eine Schutzmaßeindeckungsheit. Was ist das für ein Schmutz? Überall auf mir drauf. Vielleicht sollte ich etwas erklären über Wäsche, über Schmutz, über Krümel. Aber ich rede jetzt über einen Helm. Das ist ein Helm, der schützt die Hirse vor einem Unfall. Zum Beispiel, wenn man mit einem Auto fährt, zieht man so den Helm auf. Ja, man kann ihn anziehen beim Autofahren zum Beispiel. Wenn man jetzt so macht und plötzlich tut es gar nicht mehr so weh. Weißt du, ich mache nämlich oft so, weil ich mir dann weh tue beim Autofahren, wenn ich mich erschrecke oder denke, oh, ein Reh. Und dann habe ich zum Glück einen Helm, da kann ich zum Beispiel mit dem Helm gegen die Scheiben kommen, gegen den Decken. Bin zu klein, so, oder gegen den Lenkrad. Da hilft ein Helm immer ganz gut. Kann einem nicht so viel passieren. Und ja, kann man auch anziehen bei Hubschrauberfliegen, beim Flugzeugfahren, beim Zug. Man kann auch einfach in den Zug gehen mit Helm. Sagen so, ich bin jetzt ein Zugfahrer mit Helm. Leute gucken zwar manchmal komisch, ist mir doch egal. Hauptsache, mein Kopf ist geschützt. So, und am Ende ziehe ich wieder aus und die Frisur sitzt immer noch. Also es gibt nichts Besseres wie ein Helm.